Augsburg trauert. 150 Feuerwehrleute sind zusammengekommen, um ihrem getöteten Kameraden zu gedenken. Hier am Königsplatz war der Feuerwehrmann am Freitag erschlagen worden. Mitten in der Vorweihnachtszeit, offenbar aus nichtigem Anlass. Fassungslosigkeit auch bei vielen Bürgern der Stadt. Trauer, Wut, alles zusammen einfach, weil das ist einfach sinnlos, was da passiert ist. Also man könnte ja selber Opfer sein oder auch Freunde. Ja, muss immer denken, das könnte ein Bekannter von dir sein oder einer aus der Familie. Zusammen mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar hatte der 49-Jährige den Christkindlesmarkt besucht. Auf dem Heimweg sollen sie dann mit 7 jungen Männern in Streit geraten sein. Zunächst verbal. Plötzlich habe einer der Pöbler dann zugeschlagen. Der Feuerwehrmann geht darauf zu Boden. Vor den Augen seiner Frau erliegt er wenig später seinen schweren Verletzungen. Über die Auswertung von Bildern aus Überwachungskameras kann die Polizei den Haupttäter schließlich identifizieren und festnehmen. Also beim Haupttäter handelt es sich um einen 17-jährigen Augsburger mit mehreren Staatsangehörigkeiten. Er wurde heute am frühen Nachmittag festgenommen und sitzt derzeit im Polizeiarrest. Auch ein weiterer Jugendlicher wurde festgenommen. Warum der Feuerwehrmann genau sterben musste, ist aber noch immer unklar. Eine wichtige Zeugin ist die Ehefrau des Getöteten. Sie konnte bislang aber noch nicht vernommen werden. Zu sehr stehe sie noch unter dem Eindruck des Geschehens.